Ich kann das auch ganz kurz machen. Podiumsdiskussion von Matthias Müller-Pro begleitet, von eResult organisiert, mit den größten Hindernissen, die ich je erlebt habe, mit Beinbrüchen und Zugausfällen. Also das ist die flexibelste Podiumsdiskussion, die mir je untergekommen ist. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich das dann im Doing ergibt. Und den Rest macht Matthias und ich bin das Mikro wieder los. Ist ein cooler Job, oder? Dankeschön. Mal sehen, wie schnell ich das Mikro loswerde. Einer muss es ja machen. Wenn ich es nicht mache, macht es bestimmt ein anderer. Ich greife vor. Matthias Müller-Prow ist mein Name. Ich freue mich, hier moderieren zu dürfen. Das Panel zum Hamburger World Usability Day zum Thema Design for Good or Evil. Was sind, Filmzitat, wer kennt den Film, 100 Anwälte aneinander gekettet auf dem Grund des Meeres? Ein guter Anfang, genau. Tom Hanks in Philadelphia. Was heißt das jetzt aber, wenn wir uns so gerne auch als Anwälte der Endkunden, der User betrachten? Was heißt denn das? Wie können wir denn deren Interessen vertreten, wenn auf der anderen Seite ja gar nicht die Endkunden meistens die sind, die uns bezahlen, sondern irgendwelche Firmen oder im Freelance-Fall dann indirekt wiederum die Kunden? Also Interessenskonflikte sind vorprogrammiert, aber wie gehen wir damit um? Darum soll es in diesem Panel gehen, zwischen KPIs auf der einen Seite, Unternehmensinteressen und der guten Softwareergonomie auf der anderen Seite. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, aber das werden wir in der nächsten Stunde, in der nächsten knappen Stunde gerne beleuchten. Dazu haben wir ein sehr spannendes Panel für euch hier hingesetzt. Wir haben in beliebiger Reihenfolge Stefan Nitsch aus Essen, angereist aus Berlin, der since 1978 established ist mit seiner Company. Ich glaube, das ist auch eine kleine Flunkerei, mit der du deine Kunden ein bisschen anteaserst sozusagen. Aber leitet ja über, nur weil es mir gerade einfällt, ich höre gleich auf zu sabbeln, dahin, dass das gerne Firmen ein bisschen mehr Tradition auch vorgaukeln. Nichts für und wider dich, aber man sagt ja auch gerne, Butterkeks seit 1895, echt original und so schmeckt er dann teilweise auch. Aber man zeigt ja teilweise andere Inhalte vor, als tatsächlich sind. Wenn die Firma erst ein Jahr alt ist, kann man es ja trotzdem behaupten, warum denn auch nicht. So läuft das ja. Kommen wir gleich zu. Sehr schön von dir hatte ich gefunden, ein Zitat. Walter Gropius hat das so zitiert, das fand ich sehr schön in dem Kontext heute. Gestalten heißt in Fesseln tanzen. Das fand ich sehr spannend und schön. Außerdem auf dem Panel zu Ihrer, eurer Rechten, Joachim Nitsch, Partner und Creative Director von MJOT. Tillissen, was habe ich gesagt? Egal. Joachim Tillissen, Partner Consultant von MJOT hier in Hamburg, bezeichnet sich als liberaler Ökofeminist. Auch das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit weg, wenn wir das näher erläutern. Zu ihrer Mitte Sandra Gärtner hier aus Hamburg, leitet die kleine Firma Green Ads Marktforschung mit dem wunderschönen Claim Viva con Aqua für Marktforschung. Was das heißt, da kommen wir dann noch gleich dazu. Nicht auf dem Panel sehen Sie Thorsten Willemsen, der uns das hier alles eingebrockt hat. Seines Zeichens Geschäftsführer von eResult, aber noch irgendwo in Elmshorn in der Eisenbahn festhängt. Dafür spontan eingesprungen Rainer Sachs zu meiner Linken, der die philosophische Note heute vertreten wird. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf dieses Panel. Jetzt darf ich mich auch setzen und fange einfach mal mit der ersten Frage an. Für dich, Stefan. Ich habe gesehen, du hast kürzlich nicht nur den Film von oder über Dieter Rams gesehen, sondern warst ihm auch ganz dicht auf den Spuren und würde einfach mal fragen wollen, so zum Einstieg, was würde Dieter Rams mit seinen Thesen zur guten Gestaltung denn zum Thema Evil Design beizutragen haben? Und ist der Film zu empfehlen, den es gibt über Dieter Rams? Der Film ist sehr zu empfehlen. Ich kann das ans Herz legen. Was würde er sagen zu bösem Design? Ich glaube, er hat eine sehr radikale Einstellung zu Design, wofür es da ist. Wofür es, muss ich hier irgendwie eine bestimmte Lautstärke entwickeln, damit das... Achso, ja, dann ist das schön. Evil. Nee, das lasse ich. Dieter Rams. Frage. Ja, genau.
er sagt zum Beispiel, dass das Logo eigentlich gar nicht auf dem entsprechenden Produkt sein sollte. Das steht so, ne, charakteristisch für seine Art und Weise, Design zu sehen. Er sagt halt, wenn ich 5 Braungeräte im Wohnzimmer habe, dann sollen die nicht alle den Nutzer oder die Besucher anschreien und sagen, ich bin braun, ich bin braun, ich bin braun. Und ich glaube, er würde von Dingen, über die wir hier gleich reden, einfach gar nichts halten. Wenn er schon das nicht mag. Stimmt, ich hatte ihn mal gehört, es gibt ja auch gerne die Frage, inwiefern das Apple-Design von Braun und damit Dieter Rams beeinflusst ist. Ja, inhaltlich schon, aber personell nein. Und es gab so ein legendäres Treffen dann auch mal zwischen Apple, wie heißt er, Johnny Ives und Dieter Rams, wo sie sich als Brüder über eine Generation hinweg wiederum gefreut haben. Das war genau auch ein Punkt, weil bei dem Aqua-Design war die Frage von Steve Jobs, ich möchte bitte den Apfel oben in die Mitte der Menüzeile haben, damit jeder weiß, dass es irgendwie ein Apple-Computer ist, wo Ives und stellvertretend Dieter Rams bei Braun auch gesagt hat, die Wecker müssen nicht braun haben, braun, 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 das ist das schlimmste Design überhaupt an der Stelle. Ständig so banal birnig seinen Brand in Form von Firmenlabel nach vorne zu tragen. Passt insofern dazu. Der Film ist zu empfehlen, sagst du? Sehr. Ich freue mich drauf, wenn er mal hier irgendwie sichtbar sein wird. Allerdings ein bisschen einseitig. Das muss ich dazu sagen. Also es gibt viele Seiten an Braun und an dem Verkauf von Braun, an der Art und Weise, wie Dieter Rams ausgeschieden ist und auch an der Art und Weise, wie er kritisiert wird für den Preis der Dinge, die er produziert hat oder hat produzieren lassen. Er hat das so Demokratisierung von Gebrauchswaren genannt, aber in Wirklichkeit hat so eine Stereoanlage halt so viel gekostet wie damals so ein Mittelklasse-Auto. Und dafür wird er regelmäßig kritisiert, davon ist im Film nicht ein bisschen zu hören. Also da muss man das breiter sehen vielleicht. Sandra Gärtner, du hast eine kleine Firma namens Green Ads und dich sicherlich dann auch mit gutem und schlechtem Gebaren in der Marktforschung auseinandergesetzt. Was sind denn so die Don'ts oder was sind die Dark Patterns in der Marktforschung und was macht ihr anders in Green Ads? Ja, mit Green Ads, ich muss einmal zu deiner Einleitung sagen, das ist nicht unser Claim, das Viva Con Agua für Marktforschung, sondern das hat einer unserer Befragten einer Gattungsstudie gesagt zu uns und das fand ich ganz schön, also fremde Lorbeeren, mit denen ich mich hier schmücke. Ein inoffizieller Claim. Genau, wir sind eigentlich die Marktforschung, die Bäume pflanzt, weil wir grundsätzlich User ins Zentrum stellen, natürlich aber auch aus einem gewissen wirtschaftlichen Zweck, nämlich weil wir von dem User eine vernünftige Meinung hören wollen, möglichst wenig eingefärbt, immer ein klares Ziel verfolgend und wie wir das machen ist, indem wir die User unaufdringlich, unnervig ansprechen und immer mit einer Baumspende incentivieren. Also wir sagen immer Dankeschön mit einer Baumspende und sind so ein Pendant zu oder ein Gegenstück zu diesen Pop-ups, die einen überall entgegenspringen und ihre Meinung ist uns wichtig und irgendwie für 3 bis 5 Minuten die Aufmerksamkeit von Menschen rauben, wie ich es finde. Und wir sagen halt Danke für diese Aufmerksamkeit immer mit einem Baum. Und dann komme ich zu den Dark Patterns in der Marktforschung. Neben dem, dass ich es ein Unding finde, dass man Menschen bei ihrem Tun im Netz einfach so, im E-Commerce zum Beispiel gerne genommen, wenn man da eine Marktforschung macht, beziehungsweise eine Nutzerbefragung versucht umzusetzen, dann kriegt man natürlich vom Produktdesigner immer zu hören, nee, das muss aber irgendwie außerhalb des Bestellprozesses laufen, weil das lenkt die ja sonst ab, was du bei uns zu bestellen. Und dann ist die Lösung offensichtlich bei vielen, dass die Menschen so, wenn sie vermeintlich gerade die Website verlassen, nochmal so angesprochen werden, auch wieder mit so einem nervigen Pop-up, wir hätten da nochmal 2, 3 Fragen an Sie oder haben Sie nochmal kurz Zeit. Das ist für mich so, als würde ich ein Kaufhaus verlassen und dann vom Kaufhausdetektiv kurz vor der Tür abgefangen werden. Also das finde ich, für mich ist das ein respektloses Verhalten und es ist für mich ein Dark Pattern, Menschen so einzusammeln. Sie belohnen es auch nicht, weil 99,9% der Menschen, die so angesprochen werden, machen dann dort auch nicht mit. Man hat da nur ein schlechtes Gefühl hinterlassen und finde, sollte man sich überlegen, wenn man auf seinen eigenen Kanälen, wo man die Menschen mit sehr viel Aufwand draufgelockt hat oder hinbekommen hat und sie überzeugt hat, jetzt die Website zu besuchen, sie dann auf diese Art und Weise irgendwie wieder abzuschrecken. Und ein anderes Dark Pattern ist inhaltlich, dass man mit schlechten Fragebögen Menschen
dazu bringt, eine Meinung, die ja gar nicht ihre Meinung ist, irgendwie abzugreifen, um damit Dinge zu tun, die vermeintlich repräsentativ sind und so. Das kann ich jetzt Stunden mit füllen, aber es ist eine gewisse Verantwortung von Marktforschern, das vernünftig zu machen. Und eins meiner beliebtesten Inhalte in meinem Blog ist das Marktforschung, das MAFO-Fundstück des Monats. Das sind Screenshots, die anonymisiere ich auch immer, um nicht irgendwie Kollegen-Bashing zu betreiben, aber das sind schlecht gemachte Befragungen. Und wenn Sie hier im Publikum sowas haben, einfach an fundstück@mediaresearch42, das ist meine andere Firma, de schreiben, und dann freue ich mich immer sehr darüber zu berichten, wie schlimm Fragebögen aussehen können, und andere freuen sich auch darüber, dass man es offenbar noch schlechter machen kann als sie selber. Und wir helfen gerne dabei, das besser zu tun. Wo ich mich wiedergefunden habe bei den Dark Patterns, die du kurz angerissen hast, war, dass die Umfrage zur Unzeit kommt. Also entweder bin ich zum ersten Mal überhaupt da und kriege gleich irgendwie Bildschirm füllend, lassen Sie mal Ihr Feedback hier ab, was soll ich denn da sagen, außer es wegzuklicken. Oder was du sagst, der Kaufhausdetektiv sagt mal, einen kleinen Moment, ich hätte gern mal Feedback. Sind dir Systeme bekannt, die zusammengekoppelt mit Customer Relationship Management Systemen auch den Weg des Kunden mit dem ausgefüllten Fragebogen korrelieren und zusammenbringen, dass man auch weiß, was hat denn der User auf der Website besucht und dann entsprechend Feedback abgegeben? Ja, da gibt es ausgefeilte Systeme, wie man das zusammenbringt, aber ich hatte da letztens einen sehr schönen Vortrag auf der Marktforschungsmesse Research and Results, und da war jemand, ein großer Wettbewerber von uns, von TNS, Kantar, und der hat einen sehr guten Vortrag zum Thema ROI, und diese Return on Investment Betrachtung wollen die dann immer haben, wenn sie ihre Customer Satisfaction Befragung dann irgendwie einbauen in ihr großes System, und die kosten allerdings siebenstellig, also hoher sechsstelliger Bereich, eher siebenstellig. Ja, es gibt solche Systeme. Die Umsätze entsprechend sind, dann mag sich das für die Firmen, die es einsetzen, ja auch rentieren, sonst wären die Preise nicht an der Stelle. Ne? Ja, seine Aufgabe war dann zu belegen, dass sich der Einsatz eines solchen Systems tatsächlich lohnt. Ich kann das auch versuchen, im Kleinen zu tun, und in der Regel schafft man es im kleinen Bereich eben auch eben für so eine Website-Befragung oder eine Feedback-Befragung deutlich netter und passender zum richtigen Moment zu tun. Wäre das jetzt schon ein Dark Pattern, den User-Pfad und die Log-Analyse mit dem Fragebogen zu korrelieren, oder ist das einfach nur okay, weil technisch möglich, und dann liefern wir die Daten in die Auswertung mit hinein? Ist das schon unlaut? Hat das schon Geschmäckle? Also wir sagen grundsätzlich, wir kombinieren Befragungsdaten niemals mit Cookie-Daten. Also das machen viele, das ist auch ein Geschäftsmodell von vielen, aber wir machen das nicht, weil das interessiert uns in dem Fall gar nicht. Wir kombinieren das auch nicht. Und man muss es auch nicht kombinieren, um den User am Richtende zur richtigen Zeit zu befragen. Man kann das zum Beispiel wunderbar in so eine E-Mail-Marketing-Strecke einbauen. Also ich habe ein Unternehmen, das ich jetzt gerade, wo ich es aus eigener Kundenerfahrung, habe ich dir darauf angesprochen, die machen das sehr gut, Stadtsalat hier aus Hamburg. Die haben eine super E-Mail-Strecke, und die bauen ihr Feedback auch ganz gut in diese Kundenbindungsart und Weise ein. Dankeschön. Joachim Tillissen. Entschuldige, dass ich den Namen vorhin nicht hatte. Wo sitzt denn die Verantwortung? Kann eine Firma, eine Company als solches moralisch handeln, oder sind es immer die einzelnen Entwickler und Designer? Ist Verantwortung delegierbar nach oben oder nach unten? Wo entsteht das schlechte Gewissen? Und wenn es entsteht, wie wird es dann ausgehandelt in Richtung Produktdesign? Also ich würde sagen, die größte ethische Verantwortung liegt auch da, wo die Managementverantwortung liegt. Das heißt, im Falle von einer Company, wenn wir jetzt von VW oder von schwereren ethischen Verfehlungen der jüngeren Vergangenheit sprechen, würde ich da den Finger immer als erstes nach ganz oben richten, was nicht heißt, dass Mitarbeiter willfährig immer alles mitmachen müssen, was ihnen vorgesetzt werden. Sie sollten zumindest den Versuch unternommen haben, Signal zu geben, dass sie eine Wahrnehmung davon haben, dass das, was ihnen da aufgetragen wird, nicht in Ordnung ist. Wäre jetzt meine Antwort da drauf. Allerdings muss ich dazu sagen, unsere Firma ist ja sehr klein, sodass Chef und tief im Projekt verwickelt sein meistens in Personalunion erfolgt, sodass sich die
diese komplexe Fragestellung für uns gar nicht so stellt. Ich kann mir als Designer sozusagen und als Geschäftsführer natürlich aussuchen, welche Projekte möchte ich überhaupt mitrealisieren, und auch innerhalb des Projektes habe ich dann den Hebel, halbwegs auf Augenhöhe zu versuchen, dem Kunden zu signalisieren, wenn ich den Eindruck habe, er verlässt den Pfad der Tugendhaftigkeit. Erinnerst du dich an solche Diskussionen? So, man ist beim Briefing und man merkt, das wird hier so ein bisschen Hype sein, dass du sagst, so ein nettes Geschäft, was sie haben, aber ich möchte da mit meiner Firma in dem Kontext lieber nicht wirken, und ich kann ihnen jemand unten vom unteren Straßenrand empfehlen, der es vielleicht statt meiner täte. Ich meine, wir sind alle relativ, hoffe ich, in der kommoden Situation, dass mit der Branche, in dem Business, wo wir unterwegs sind, doch einigermaßen gut bezahlt sind. Also man muss nicht auf Däubel komm raus, Däubel passt hier wunderbar, da Evil, jeden Job machen und hinterher gucken, ob man noch in den Spiegel gucken kann. Also von daher können wir es uns meistens leisten zu sagen, nee, guter Mann, gibt es da einen anderen Weg, oder im Zweifel ultimativ nicht mit uns. Also erinnerst du dich konkret an solche Diskussionen über Ethik am Produkt des Kunden, für den ihr dann arbeiten solltet? Ja, also wir sind noch nicht in eine besonders schwierige Situation gekommen, sodass man mal in einem laufenden Projekt plötzlich überrascht wurde, dann die Wahrnehmung hatte, au backe, jetzt überschreitet das eine Grenze und ich habe das gar nicht kommen sehen oder so. Wir hatten mal eine Anfrage aus dem Rüstungsbereich, und da sind bei uns sofort die Lampen angegangen, da war das einfach schnell entschieden, dass das nicht das Richtige für uns ist, und das hat auch der Mensch, über den die Anfrage zustande gekommen ist, direkt respektiert, und das war völlig in Ordnung. Innerhalb von Projekten gibt es natürlich schon so Sachen, dass auch innerhalb des Teams manchmal der Impuls da ist, das könnte man sich jetzt auch einfacher machen, oder müssen wir jetzt so gründlich sein, müssen wir da so transparent sein oder so. Da kann man in der Regel dann in der Sachfrage diskutieren, und ich hatte da auch noch nie eine schlechte Erfahrung, dass jetzt ein Kunde, den man da nicht belehrend, aber sozusagen seinen Standpunkt auch signalisiert hat, dass er dann irgendwie versucht hat, Druck auszuüben und zu sagen, das will ich jetzt aber partout so haben, auch wenn ihr euch damit so schwer tut. Also deshalb ist es eigentlich für uns immer, bin ich so übermäßig kritische Erfahrungen in dem Bereich. Wo du gerade Rüstung angesprochen hast, ich war bei worldusability.org, dieser Weltevent, der jetzt gerade stattfindet. Dort wird irgendwie angeteasert, ein wunderbarer Schalthebel für Autos, amerikanisch Automatikwagen. Als Bildquelle wird dann irgendwie der Shop angegeben, wo man diesen super ergonomischen Schalthebel kaufen kann. Und da kann man dann seine ID eingeben, um den Militärrabatt zu bekommen. Da dachte ich auch, vielleicht gibt es andere Gesellschaften, Kontexte, wo dann eben man nicht mehr so ein leichtes, ungutes Gefühl hat, sondern einfach sagt, naja, so als Military kriege ich halt den Schalthebel 20% billiger, ist doch okay. Dass das jetzt just bei der worldusability.org passiert, das fand ich ein bisschen pikant an der Stelle. Moral ist sicherlich Ethik, schlechtes Gewissen, was sehr individuell ist, aber auch sicherlich Kultur, Land, Kontinent getrieben, durchaus auch unterschiedlich zu sehen. Jetzt kannst du einfach ja sagen. Ja, das ist sehr richtig, Matthias. Danke, Joachim, für diese wunderbare Antwort. Rainer Sachs, ist es legitim und lauter, die Anwender anzuflunkern, ihnen was vorzugaukeln, was nicht den Tatsachen entspricht? Ich würde sagen, nein. Ne? Warum denn nicht? Also, Moment, aber wenn ich bei der Parship-Anzeige diese Frau mit dem Dekolleté zeige, das suggeriert doch, dass ich so eine Frau bekomme, wenn ich als Mann eine Frau suche. Ja, das ist doch nicht in Ordnung, oder? Nee, genau. Sagst du? Ja, das finde ich auch. Also, ich meine, die Frage ist ja, wie geht man mit solchen Fragestellungen um? Ne? Es gibt halt irgendwie unterschiedliche Modelle in der Ethik, um sich solchen Fragen zu nähern. Warum zum Beispiel? Ja? Also, wir haben viel über Dark Patterns geredet, wir haben heute schon viel über Dark Patterns gehört, und man kann da, glaube ich, total viel lernen daraus, also bestimmte Dinge nicht zu machen. Ne? Also das Beispiel mit dem Haar dem simulierten Haar auf einer Anzeige auf Mobiltelefon, ne? Was die Leute dazu bringt zu swipen,
wo sie eigentlich nur ein Haar wegnehmen wollen. So, das ist halt wirklich ein Dark Pattern. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen und darüber lernen und so und uns selbst vornehmen, das nicht zu benutzen. Das ist allerdings eher so ein Element von dem, was man so als Pflichtethik bezeichnen würde. Ne? Also in der Ethik gibt es so zwei große Schulen. Das eine ist so Pflichtethik. Es ist egal, aus welcher Motivation heraus du irgendwas tust. Hauptsache, du machst es richtig. Ne? Also selbst wenn du niedere Motive hast, deinen Mitmenschen zu helfen und du hilfst denen, dann ist es okay. Demgegenüber steht halt sowas wie eine Gesinnungsethik, die die eigene Motivation und das gute Tun wollen eher ins Zentrum stellt. Und ich glaube, aus beiden Perspektiven heraus muss man sagen, es ist eigentlich nicht okay, die Leute anzuflunkern. Für uns, glaube ich, ist es wichtig, auf beiden Ebenen zu operieren. Es ist jetzt egal, ob das eine oder das andere jetzt besser ist mit irgendwelchen Ausprägungen, irgendwie 2500 Jahre Ethikgeschichte, sondern zu sagen, lasst uns die Dark Patterns lernen und lasst uns einfach versuchen, die zu vermeiden. Also aus so einer Selbstverpflichtung heraus, im Sinn so einer Pflichtethik. Das ist aber halt nicht alles, glaube ich, sondern wir müssen uns auch darauf besinnen, dass wir aus der richtigen Motivation heraus Design machen. Ne? Dass wir tatsächlich die Nutzer ernst nehmen und deren Bedürfnisse und versuchen, die auch rauszufinden, durch zum Beispiel ordentliche, gute Umfragen, durch guten Research und halt natürlich das auch in den breiteren Kontext setzen der Welt, ja, die wir vorfinden und was gut ist dafür und was nicht. Ist jemand in der Runde, außer Rainer Sachs, der Meinung, dass es okay ist, die User anzuflunkern, ihnen was vorzugaukeln, was nicht der Realität entspricht? Also das mit den tiefschwarzen Dark Patterns und dem Anlügen, das ist ja ziemlich leicht aufgelöst. Und das ist, glaube ich, auch nicht das Allerspannendste, worüber wir hier reden könnten. Sondern ganz interessant finde ich ja auch solche Sachen, Transparenz oder Vollständigkeit von Informationen oder auch Gewichtung von Informationen. Was man da eigentlich falsch und richtig machen kann und was sozusagen eine Geschäftspraxis ist, die man nicht vermeiden kann. Man muss natürlich das Produkt in positives Licht drücken, aber wo ist die Grenze dazu, dass man den Nutzer wirklich eine Falle stellt und ihm zum Kauf zum Beispiel eines Produktes anregt, was er effektiv, wenn er in Kenntnis dessen wäre, was das damit zusammenhängt, nicht kaufen würde. Ich glaube, das finde ich sonst, wenn wir nur die Haare auf dem Banner und so angucken und diese sag ich mal, plumpen Fallen, dann kommen wir nicht in den Bereich, wo es eigentlich für uns hier als Community spannend ist, wo wir eigentlich uns mal mit beschäftigen sollten. Genau, und im Idealfall hat man natürlich ein Produkt, wo man gar nicht dazu gezwungen ist, das zu tun. Ja? Also klar, es ist immer gut, 5 Produktvorteile hinzuschreiben. Und am besten ist es, wenn wir als Designer in Kontexten sind, wo die Produkte, um die es uns geht, tatsächlich 5 Vorteile haben, die echt sind. Ja? Und wenn das nicht der Fall ist, wenn man dazu quasi gezwungen wird, irgendwas zu bewerben oder zu verkaufen, was einfach keine Vorteile hat, dann soll man es halt lassen. Ja? Da muss man gehen. Ja, also ich, na, weil da vorhin kam die Frage mal, kam es schon mal dazu, dass man Nein sagen musste. Ich hatte mal so einen Fall und ich habe leider nicht Nein gesagt und das hat mich irgendwie noch lang beschäftigt. Ich sollte mal für die E-Mail, ich weiß nicht, wer von euch sich noch daran erinnert, irgendwie Kram machen. Das ist einfach ein richtig schlechtes Produkt. Ja, da ist die Verarsche eingebaut, das ist nicht sicher, das kann abgehört werden, das hält nicht das, was es verspricht. Und ich habe es trotzdem gefragt und es tut mir im Nachhinein immer noch weh. Und auch mit diesen ganzen 5 Vorteile und so weiter. Ja, das war so halb okay, was da stand, so nicht ganz falsch, nicht ganz richtig. Und ich habe es gemacht und das tut mir weh heute noch. Du weißt, dass die Session aufgezeichnet wird, ja? Ich habe das schon häufiger erzählt. Auf meine eigene Frage gerade, so kann es auch okay sein, die User anzuflunkern. Wenn wir jetzt nicht im E-Commerce-Sektor bleiben, sondern uns ein bisschen verschieben in Richtung Produktdesign oder emotional aufgeladenes Applikationsdesign, würde ich mal sagen, auf jeden Fall ja. Jeder Designer, der hier ist, wird sagen, ja, jede Metapher
ist etwas, was es nicht gibt. Wir bauen eine Potemkinsche Dörfer auf für die Endanwender, eine Vorstellungswelt, die hoffentlich legitim, hoffentlich im Sinne des Objektes, der Aufgabe ist, die gerade beschrieben wird. Aber es gibt kein Desktop. Das sind Lichtpixel, die da an- und ausgeschaltet werden. Es gibt keinen Mülleimer auf dem Desktop. Das ist eine Lüge, böse gesagt, oder ein magischer Trick, um den Leuten etwas anzubieten an Modell, an User-Modell, um sie mit dem System interagieren zu lassen. Und das ist Teil des Designs. Das muss man nicht irgendwie als böse sehen. Ja, du kriegst das Mikro gleich. Aber deswegen ist es grundsätzlich durchaus okay, auch etwas darzustellen, was eben geflunkert ist, weil wir Designer erklären unseren Anwendern die technische Welt. Und das finde ich schon mal sehr positiv. Entschuldigung, dass ich das jetzt so ein bisschen hijacke. Aber das ist auch jetzt das Letzte für eine Weile. Also Lüge ist es nicht. Metaphern sind keine Lügen. Ne? Metaphern sind Tools, die sprachliche Tools. Lügen sind, wenn man es mal genau anguckt und länger drüber nachdenkt, bewusste Falschaussagen mit Täuschungsabsicht. Drei Komponenten. Bewusste Falschaussage mit Täuschungsabsicht. Und das wollen wir nicht machen. So, das nur. Was ist denn überhaupt möglich, wenn wir jetzt mal unsere schwarze Seele rausziehen? Wie lassen sich User manipulieren? Ist es nur das Mood-Image? Ist es irgendwie die, was du gerade hattest, von Parship etc.? Alle 11 Minuten verliebt sich Herr Lindner in sich selbst. Welche Elemente kann man einsetzen? Wir machen es alle nicht selbst, aber wir kennen vielleicht jemanden, der es mal gemacht hat und vom Hörensagen und die Milchglasscheibe kann sich jeder vorstellen. Also was sind denn so die Möglichkeiten, Anwender und User zu manipulieren und ihnen etwas abzuverlangen, Zeit, Geld, Aufmerksamkeit, Meinung, was sie eigentlich ohne unser Dazutun nicht getan hätten? Was für Möglichkeiten gibt es? Stefan vielleicht? Das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich. Das Problem ist ja, dass jegliche Information schon eine Manipulation ist. Und wenn ich einem Kunden ein Produkt zeige, das er noch nicht kennt, für das er nie Geld ausgegeben hätte, weil er es nie kennengelernt hätte und er erfährt einfach, dass es das gibt, dann ist das schon eine Manipulation in irgendeiner Form oder eine Freundlichkeit wie Bitte oder eine Belohnung wie Danke ist auch eine Manipulation. Oder meinen Kumpel dazu zu überreden, dass er zu einer Party kommt, auf die er nicht gehen möchte, ist auch eine Manipulation. Auch wenn er das hinterher sehr, sehr toll finden würde. Aber das ist echt schwierig, wo man da die Grenze zieht. Ich glaube, dass einfach Dinge, die transparent geschehen und Dinge, die vom Nutzer entschieden werden müssen, dass sie passieren. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass der Nutzer versteht, zu welchem Zweck passiert das, also dass nicht verschleiert wird, warum das passiert. Zum einen, und dass es ein Opt-in, ein bewusstes Opt-in geben muss, das ist, glaube ich, das Wichtige. Stichwort Nudge, also wie kann man so immer wieder kleine Nadelstiche setzen, und ich will wirklich das Böse jetzt rauskitzeln, damit die Leute irgendwann in eine Richtung kommen, wo sie gar nicht selbst merken, also wo sie manipuliert werden, ohne jetzt zu sagen, ah, das ist ja doof, dass da irgendwie so ein Haar oder so ein Klecks auf dem Banner war, habe ich geklickt und doof und das war einmal die heiße Herdplatte und das macht man nicht wieder. Aber wenn große Networks, also Social Networks irgendwie einen Einfluss haben auf die Timeline natürlich, aber sie undurchschaubar ist, weil sie nicht sagen, wie es geht oder wie der Google-Suchalgorithmus funktioniert und irgendwelche Horden von SEO, Search Engine Optimization, Horden dabei sind, irgendwie die Seiten nach vorne zu pushen. Derjenige, der aber naiv denkt, Google hat irgendwie Form von Wertung abgegeben, aber die SEO-Leute haben einfach nur gute Arbeit geleistet. Also wie viele kleine Nadelstiche kann man setzen an diversen Kanälen, um die Leute zu manipulieren? Was ist alles möglich heutzutage? Mit bildgebenden Verfahren ins Gehirn gucken, mit KI und Alexa kauft sich selbst was. Also holt mal eure bösen Befürchtungen raus und... So, ich finde das wirklich, diese Beispiele, die gerne herangezogen werden, wie zum Beispiel Facebook oder Google und so weiter, ich finde, man begibt sich da schnell auf den Holzweg, wenn man versucht, die dann weil sie auch sehr schwierige, problematische Auswirkungen haben von großer Tragweite, die zu verteufeln und zu denken, das ist generell nicht in Ordnung.
Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, das ist ja total unethisch, dass Facebook so tut, als würde es da um Freundschaft gehen und in Wirklichkeit geht es um Werbung. Das ist ein Maßstab, den wir nirgendwo an andere Produkte anlegen. Also keiner erwartet, dass wenn er das Privatfernsehen anschaltet, dass erstmal er 3 Seiten lang Text lesen muss und darüber aufgeklärt wird, dass das Privatfernsehen nur existieren kann, weil es Werbung gibt. Keiner, der die Süddeutsche online liest, wird darüber aufgeklärt, dass das Geschäftsmodell von der Online-Süddeutschen ausschließlich werbefinanziert ist. Das sind einfach Realitäten. Das heißt nicht, dass das Produkt, was Facebook auch noch entwickelt hat, was zwar werbefinanziert ist, aber eben auch aus meiner Sicht ein legitimes Produkt ist und was auch einen Wert hat, dass das allein dadurch schon in Frage gestellt wäre. Da gibt es ganz problematische Sachen, die man sich, glaube ich, auch auf ein Stück für Stück angucken muss. Und was ist hier mit Privacy los? Was ist hier mit Fake Information los? Und da haben wir ganz viele komplexe ethische Fragen, die ich auch nicht im Bausch und Bogen schnell lösen könnte für Facebook. Was jetzt nicht heißt, dass ich überall die besten Absichten bei denen erkennen kann, aber es ist ein bisschen billig, es sich zu leicht zu machen und zu sagen, na, das sind ja Schurken und Google, die wollen ja Ads verkaufen. Wenn Google die Qualität der Suchmaschine nicht dorthin geführt hätte, wo sie heute stehen, dann wären wir alle sehr viel dümmer, weil wir alle viel gelernt haben auf der Google-Suchmaschine und das sollte man im Blick behalten, wenn man sozusagen kritisiert auch. Sandra, gibt es Bereiche, wo Marktforschung blind ist? Also was kriegt man mit deiner Methodik nicht heraus, indem man die Leute direkt befragt in Fragebogen? Ach, eine ganze Menge kriegt man nicht raus. Und ich finde eher ein Problem, wenn Marktforschung oder Data Intelligence oder was auch immer sich hinstellt und sagt, sie würden alles rausbekommen mit ihren Methoden. Das ist alles auch ROI-Betrachtung und Werbewirkungsstudien und so weiter, die kriegen natürlich nicht genau raus, wie Werbung wirkt, weil es ist so komplex, einen Kaufmechanismus aufzuklären, dass es eben ein bisschen Augenwischerei ist, so zu tun, als würde es jetzt, als würde sich irgendwer hinstellen können und sagen können, ja, mit meiner Methode kriegst du jetzt raus, wie viel hat es gebracht, die TV-Spots zu schalten und dazu das Plakat und dazu noch ein bisschen Online-Werbung und dazu noch ein bisschen Google zu machen. Das ist dann Augenwischerei. Ich habe ein Problem damit, wenn man sich eben so hinstellt und so tut, als ob. Und in der Marktforschung ist es gerne so eben, da sind dann die einen, die befragen, das sind wir, und dann sind die anderen, die messen Verhaltensdaten. Und wenn sich die Leute, die das tun, nicht den Nutzer darüber aufklären, wo da die Grenzen sind, das finde ich eben problematisch. Wenn sich die Verhaltenstracker hinstellen und sagen, ich kann alles mit Web Analytics lösen und erklären, das ist Quatsch. Ich lese, was die Leute tun, ich kann also sehen, wo die klicken und ich sammle erstmal alles an, ich logge alles, was es da so gibt, weil ich habe ja Interaktion, aber interpretieren muss ich es ja trotzdem noch. Ich muss ja immer noch irgendwie interpretieren, warum gehen die Nutzungsströme dann hier oder dahin. Dann sind noch einige Cookie-Löscher dabei und so weiter, das kann ich alles nicht erklären. Und ich werde es auch nicht erklären darüber, dass ich einen Teil davon irgendwie befrage. Solange man sich immer seiner Grenzen bewusst ist, ist alles gut. Ich habe ein Problem auch ethisch aus der Marktforschungssicht, wenn erstmal alles eingesammelt wird, was irgendwie da ist. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir messen es erstmal. Wir schmeißen es alles in unseren Big Data Topf, ohne vorher zu wissen, was man eigentlich braucht. Wir fragen nach Klickrate, obwohl ich mache viel Werbewirkungsforschung, obwohl wir eine Branding-Kampagne gebrieft haben und geschaltet haben, ruft der Kunde als erstes an und fragt nach der Klickrate, die absolut nichts mit Branding zu tun hat. Und da ist es in meiner Verantwortung dann zu sagen, lieber Kunde, du misst die falschen Dinge und du setzt nicht das richtige Tool ein, um die richtigen Dinge zu messen und den Kunden aufzuklären, was er eigentlich braucht. Und vielleicht muss man einem wo wir wieder bei der Ethik wären, vielleicht muss man einem Portalverantwortlichen auch sagen, dass vielleicht die Verweildauer
die User möglichst lange auf seiner Plattform zu halten, vielleicht nicht das relevante Ziel sein kann, weil es raubt den Leuten Zeit und darauf dann Werbung zu schalten. Vielleicht sollte man eher überlegen, ich kann die Werbung teurer verkaufen, wenn ich die richtigen Menschen mit der richtigen Botschaft anspreche und darauf den Fokus zu setzen und nicht irgendwelche Clickbaits zu machen und so. Ich war früher mal bei AOL eine ganze Zeit und da ging es sehr lang darum, möglichst viele Klicks zu generieren, um möglichst viele Ad-Impressions zu verkaufen. Ne? Wenn ich viele Klicks habe, dann kann ich viel Werbung verkaufen. Wobei AOL, also es ging im Werbemarkt darum, das zu tun. Bei AOL ging es dann immer darum, weil die waren gleichzeitig ein Publisher und hatten, es war ja ein Bezahldienst, eine Verantwortung, den Menschen glücklich zu machen, damit er schnell an seine Informationen kommt. Und da ging es eben nicht darum, durch Bildergalerien möglichst viele Klicks zu erzeugen, sondern ihn mit einem Klick auf die relevante Nachricht zu locken. Er hat eine Headline und kommt dann auf den Artikel. Und nicht noch drei Zwischenklicks zu machen, damit man in diesen drei Zwischenklicks noch drei Banner irgendwie schalten kann, sondern userzentriert ihm seinen Inhalt, den er jetzt gerne lesen möchte, zu präsentieren. Und in diesem Konflikt standen die Medien damals schon sehr stark. Die Werbeseite auf der einen Seite, die anderen, die Leser glücklich machen wollten. Und da ist dann ein Designer, in dem Falle dann der Producer oder wie nennt man den, der Produktverantwortliche, eben auch in der Verantwortung, da in der ethischen Verantwortung, den Nutzer da nicht seiner Zeit zu berauben, sondern ein vernünftiges Produkt zu bauen, das den User glücklich macht. Und auch mal zu sagen, nein, Klicks sind scheiße, das ist nicht das richtige Modell. Und dann auch diese widerlichen Cookie-Löscher, das habe ich mir gemerkt. gleich noch als Anschlussfrage, weil ich es so schön finde, in deinem Twitter-Stream zu finden, über die Fake-Statistik des Monats. Magst du dich kurz mal über die europäische Umfrage zur Sommerzeit echauffieren? Ach so, da ging es darum. Ja, ich habe das Fundstück des Monats, das sind schlechte Fragebögen, um zu zeigen, wie man es besser machen könnte. Und die Fake-Statistik des Monats, das sind so Fragen, die mich dann so beschäftigen, wenn mir irgendwelche Schlagzeilen kommen, die mich skeptisch machen als Forscher. Und eine Fake-Statistik des Monats war eben dieser Claim, alle 11 Minuten, den habe ich da mal bearbeitet, weil da fahre ich immer mit dem Fahrrad an irgendwelchen Plakaten vorbei und denke so, wieso alle 11 Minuten, wie wäre das denn, was müssen da eigentlich für User, was steht denn dann da eigentlich dahinter? Und dann rechne ich immer so beim Schwimmen oder beim Fahrradfahren und dann dachte ich, ich muss mir das erstmal angucken, dann habe ich das ein bisschen auseinandergenommen. Und meine letzte Fake-Statistik des Monats war von vorletzter Woche oder so, da ging es zur Winterzeitumstellung, da gab es diese große EU-Umfrage, die aber gar keine Umfrage war, nur die Medien haben daraus, insbesondere das ZDF, wurde da hervorgetan, eine Repräsentativbefragung gemacht, was totaler Bullshit ist. Die EU hat eigentlich nur eine Anfrage an ihre Bürger gestellt und darauf historisch den größten Ansturm an Feedback bekommen, den man jemals bekommen hat, aus allen Ländern, wunderbar. Alle wollen Dauersommer und Dauersommerzeit und grillen an lauen Sommerabenden im November mit Grillfackeln und Co. Und aus dieser Stimmung dieses tollen Sommers heraus kamen wahrscheinlich auch diese Werte zustande. Sich dann nur hinterher hinzustellen und zu sagen, das wäre jetzt repräsentativ für alle, ist halt totaler Quatsch. Nur weil etwas viele sind, in dem Fall waren es glaube ich 4,6 Millionen, das war schon eine sehr große Umfrage, die dann irgendwie als repräsentativ für die Europäer wollen das alle hinzustellen, ist aus marktforscherischer Sicht sehr gefährlich und passt auch eben in diese Schiene, dass man immer gerne so Polls macht auf großen Portalen. Das sind halt eben eher irgendwie unterhaltende redaktionelle Umfragen, haben aber nichts mit einer repräsentativen Marktforschung zu tun. Kann man machen, eben aber zu einem anderen Zweck. Und das habe ich dann ein bisschen aufs Korn genommen und ich versuche das immer ein bisschen unterhaltsam zu tun. Es gibt ja das kleine Gesetz der großen Zahlen aus der Mathematik, Statistik. Also man muss nicht alle fragen, um zu wissen, wie ist denn jetzt tatsächlich der Durchschnitt. Wenn aber die kleine Zahl jetzt eben keine repräsentative Gruppe ist, dann ist das ziemlicher Bockmist, den man dann produziert, richtig? Es war ja eine große Zahl, aber für repräsentative Ergebnisse reichen auch mal 30 oder 50. Meine Kunden wollen aber immer die magische Zahl, und da komme ich dann auch mal mit, 1000. Na, 1000 sollten schon sein. Also, und dann sage ich auch mal, ja, 1000, also nur weil es so psychologisch so schön aussieht,
es reichen im Zweifel auch 100. Es müssen halt 100 die richtigen sein und die, man muss sich, naja, ich will jetzt keinen Vortrag über Repräsentativität halten. Es gibt auf der Seite der UXPA, Usability Professionals Association, also so die Mutterorganisation der deutschen UPA, der Usability Professionals Association, die Professional Code of Conduct, was jeder von uns als UPA-Mitglied, nicht in die rechtlichen Details jetzt, A, gelesen haben sollte und B, sich auch dran halten sollte. C, kann man dann irgendwie auch den Berufsverband anrufen, wenn man mal in Konflikt steht mit dem Arbeitgeber und dem Auftraggeber, die dann schlichten sollen als Berufsverband, was ich sehr spannend finde. Kein Fall ist mir bekannt. Ultimativ kann man auch ausgeschlossen werden aus dem Berufsverband, wenn man dagegen verstößt. Sehr schön und positiv und gut finde ich die Teile, wo es darum geht, wie man dann Usability testet. So mit dem Hintergedanken, ja, man kann zwar testen, aber nicht immer ist der Usability-Test die beste Methode des Usability- und User-Experience-Designers. Dieselbe Frage, die ich gerade an Sandra in Sachen Marktforschung gestellt habe, mal an die drei Herren, die sonstigen drei Herren der Runde. Was es denn für Faktoren gibt, wo Usability-Testing im Labor wohl nicht die beste Methode ist, um das Produkt zu verbessern. Fällt euch da was ein, was eben nicht gut im Usability-Lab zu testen wäre? Sandra, du darfst auch antworten. Wie eine heiße Kartoffel, das Mikro. Rainer? Ich muss auch noch, denn ich finde das super schwierig, die Frage. Also mir fallen Situationen ein, in denen es gar nicht um Detailfragen geht, die mit der tatsächlich konkreten Umsetzung zu tun haben. Ne? Also man testet ja gern mal, wenn man wissen will, wo der Button hin muss, ja? Oder ob die Leute das verstehen oder ne, irgendwie finde das Impressum. Scroll, 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 da. So, okay, ah, super, ja, wir haben es an die Idee. So, aber Fragen, die tiefergehend sind, ja, die das Produkt, das Ganze betreffen, die vielleicht auch komplexer sind, als dass es überhaupt sichtbar wäre an der Oberfläche. Ich glaube, die sind einfach da schwer zu erklären. Also jetzt, vor, ich glaube, ziemlich genau 100 Jahren heute, war die Gründung der Münchner Räterepublik. Ich komme aus Bayern, bayerische Geschichte. Und die dauerte, glaube ich, 3 Tage oder sowas. Und dann wurde die niedergemacht. Und was ich mal darüber gelesen habe, aus so einem links beeinflussten Buch, die sagten, die Kommunisten, aber Anarchisten, konnten den Arbeitern ihre objektiven Interessen nicht klar machen. Und deshalb sei das gescheitert. Und wir können das ja auch nicht. Ne? Wir denken immer, das muss jetzt dann so sein und das ist eigentlich am besten für die Nutzer, wenn wir das so machen. Selbst Sachen, die man nicht sieht. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen demütig sein. Also ich finde es immer interessant, dass, ich weiß gar nicht, werden noch so viele Usability-Tests in der Form gemacht, wie so im Labor und so, weil damals bei AOL, und das ist echt schon lange her, das war 2005 bis 2008, da haben wir mal Leute eingeladen, hatten ein kleines Studio eingerichtet und da kam ein Usability-Forscher und der hat dann immer so seine 10 Tests gemacht. Da hat man geguckt, ob man da irgendwas an der Navigation ändert oder irgendwie eine Einstiegsseite irgendwie verändern muss oder so. Und die haben da Aufgaben gelöst. War nicht mein Gebiet, weil ich bin eher Quanti und nicht so Quali. Und fand ich aber ganz spannend, weil ich wusste gar nicht, dass man das heute auch immer noch ganz viel so macht. Ich dachte, das ist alles in online verschoben und die messen auch alles, was ich immer so schrecklich finde. Ne? Es wird alles immer AB getestet auf Masse. Ich denke dann immer, naja, man muss ja schon eine ganze Menge rausschießen, damit man überhaupt AB testen kann. Wenn ich zum Beispiel Klickraten tatsächlich irgendwie messen will, dann muss ich doch auch eine ganze Menge Traffic darauf erstmal bringen, damit ich überhaupt eine vernünftige Rate bekomme, weil dann entscheidet man auf einer kleinen Basis irgendwie, ob der Banner jetzt oder der Button jetzt grün oder rot sein soll oder ob er oben ein bisschen weiter rechts hingesetzt wird und ein bisschen weiter links. Ich dachte, das macht man so heutzutage. Macht man das gar nicht? Ganz viel AB-Optimizely und so, AB-Testing? Doch schon, aber bei AB ist ja die große Kritik, dass man nur die lokalen Maxima findet. Ich habe Mathematik in dem Fach gehabt. Dass man eben sich so optimiert, aber dann nicht zum nächsten Gipfel kommt, der noch viel höher ist, weil es immer nur so Mikroverbesserungen wären. Also von daher AB-Testing, super Methode. Man muss sich der Limitation bekannt oder
bewusst sein und das dann auch seinem jeweiligen PO oder wie auch immer noch klar machen, dass ja, wir machen es, aber das ist nicht die alleinige Antwort, mit der wir jetzt unser Produkt gestalten sollen. Ich kann nur hinzufügen, dass ich glaube, dass es relativ klar ist, was man nicht testen kann, und bei den Sachen, die man testen kann, ist eher eine Frage von, welche Testmethode verwende ich für welche Frage, um welche Antwort zu erhalten. Ja. Schön und knapp. Ich würde mir manchmal wünschen, dass man ein bisschen weiter oben beim Testen ansetzt und nicht, bei der Werbewirkungs- und Mediaforschung ist es oft so, dass ich denke, wieso hat man diese Werbemittel nicht vorher mal ein paar Leuten vorgesetzt, als, ne, dann geben sie irgendwie 90% Mediabudget drauf aus und man hätte einfach vorher mal für ein paar tausend Euro einen Test machen können, einen guten, wo einem schon gesagt worden wäre, dass Konzept A oder B eben besser gewesen wäre und nicht erst im Live-Gang sozusagen. Aber so auf der oberen Ebene, wir hatten ganz am Anfang, ich weiß nicht, wer dabei war, in der Eröffnungsrede ging es darum, dass diese Risikofaktoren, oder es war nicht die Eröffnungsrede, sondern einer weiter, diese Risikofaktoren, den UX muss, die man im Kopf haben muss, so diese verkappte Keynote, wie der Moderator meinte. Und da kam dann eben ja, dass diese Dopaminausschüttung bei Facebook über die Likes, das wäre den Gründern durchaus bekannt. Das ist einer der Risiken, die denen bewusst ist, die sie billigend in Kauf nehmen. Hatte mich dann gefragt, haben die vorher gemessen, getestet, wie sie das Design gestalten müssen, um genau diesen Belohnungscharakter so zu optimieren? Also ist das bei denen quasi ein KPI im Geschäftsmodell? Also nicht nur ein Risiko, sondern auch ein bewusste Manipulation. Manipulation ist jetzt der falsche Begriff, aber war das dann eher ein Risiko, das eingetreten ist, oder haben sie es von vornherein, oder war es Design, genau? Ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht ein Risiko ist, was sie eingeht. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das eine der wichtigsten Sachen ist, auf die die bauen dabei, wenn sie ihre Plattform gestalten. Die haben ja sogar mal, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, die haben mal Studienergebnisse veröffentlicht, bei denen sie einer großen Anzahl von Nutzern nur negative Posts gezeigt haben und das Nutzerverhalten getestet haben und einer anderen großen Gruppe nur positive Dinge gezeigt haben und haben dann aus Versehen diese Studie veröffentlicht, was sie eigentlich nicht wirklich wollten. Und die Pressesprecherin von Facebook hat dann gesagt, dass das, sie ist kritisiert worden dafür, dass es diese Studie gab. Und sie hat sich dann dafür entschuldigt, dass sie veröffentlicht haben. Und dann hat man ihr gesagt, nein, das war nicht der Punkt. Der Punkt war, dass die Daten erhoben wurden überhaupt. Und es gibt Menschen, die in psychologisch labilen Situationen sind, die durch solche Nachrichten wirklich stark beeinflusst werden. Und das ist eine sehr ethisch fragwürdige Geschichte. Ich bin mir 100.000%ig sicher, dass da nicht ein Risiko eingegangen wird, sondern das ist das Geschäftsmodell. Also das ist ein bisschen eine Style-Vorlage für den Aspekt, den ich ja auch eben schon mal angesprochen habe. Das ist immer, das kann sehr plakativ funktionieren und dann sagt man sowas wie Dopamin, das klingt ja wie was, was man sich durch die Nase zieht. Und dass ein Produkt dafür kritisiert wird, dass es messbar glücklich macht, ist natürlich schon ein bisschen paradox. Also das ist eine authentische Reaktion auf die Nutzung des Produktes und natürlich eine, die, also der Mensch funktioniert in jeder Lebenslage so, dass wenn ihm Dinge begegnen, die ihn glücklich machen, dass er dazu neigt, die häufiger zu machen. Und wie gesagt, die Verantwortlichkeiten einer Megaplattform wie Facebook sind enorm und die machen auch in ethischer Hinsicht sehr viel falsch. Dass man sie dafür kritisieren kann, dass ihr Produkt unter anderem auch Dopaminausschüttung macht. Also ich sag mal, Sport macht auch Dopaminausschüttung und keiner käme auf die Idee, Leute davon abzuhalten, Sport zu treiben. Nein, dass das Liken Spaß macht, ist ja nicht die Kritik, sondern dass es eine ganze Menge Suchtpotenzial hat, die in einem gewissen Maße
gefährlich ist. Dem möchte ich nicht widersprechen. Also selbst wenn, also ich glaube auch, dass Facebook das genau wollte, dass das eine Designentscheidung ist, eine bewusste. Selbst wenn es das nicht war, wenn es ein emergentes Design ist, ja, man macht was und dann kommt raus, dass das dabei funktioniert, ist es trotzdem schlimm, weil sie es nicht geändert haben oder weil sie nicht darüber transparent sind. Ja. Also selbst wenn, genau, also selbst wenn sie, und ich glaube, Facebook macht das bewusst, die haben so viele Leute, so viele gute Leute, aber in unserem kleinen Umfeld, ja, wo wir Entscheidungen treffen müssen, wenn wir feststellen, dass die irgendwelche Konsequenzen haben, die wir vielleicht nicht wollen, dann müssen wir sie rückgängig machen, weil wenn wir es, sobald es uns auffällt, ist es eine, und wir lassen es, ist es eine Designentscheidung, die angreifbar ist. Ich möchte zu dem Thema noch ganz kurz eine Empfehlung aussprechen. Es gibt einen wunderbaren Talk zu dem Thema Facebook und kostenlose Nutzungsmodelle im Allgemeinen von Errol Barkan. Der Talk heißt Kostenlos ist eine Lüge oder Free is a Lie, und den gibt es bei YouTube. Der hat den regelmäßig als Keynote auf Veranstaltungen aufgeführt. Das ist ganz, ganz unterhaltsam und gleichzeitig erschreckend. Ich werde es verlinken auf unserer Seite, dann kommt alles das damit dazu. Brennt es bei jemandem auf der Zunge? Ist der unruhig auf dem Stuhl? Möchte jemand eine Frage stellen? Wir haben noch ein bisschen Zeit dafür, euch auch gerne auch zu Wort kommen zu lassen. 3, 2, 1, danke schön. Dann seid ihr nochmal alle dran und könnt das nochmal loswerden, was euch vielleicht zu dem Thema noch an Good und Evil, ich blinzle, Rolf, du willst 5 Fragen stellen, heißt das? Oder wir haben noch 5 Minuten. Ha. Jemand eines Besseren jetzt mittlerweile? Frage, Kommentar? Dankeschön, auch jederzeit auch danach in der lustigen Ecke. An euch die alle vorneweg ein herzliches Dank und die Gelegenheit noch in einem Schlusswort reihum, in beliebiger alphabetischer Reihenfolge, noch etwas für die Ewigkeit zu sagen und uns ins Stammbuch zu schreiben hinter die Ohren. Ja, also Design for Good and Evil, okay, aber lasst uns versuchen, einfach gute Menschen zu sein und unsere Mitmenschen ernst zu nehmen. Und wenn wir das durchziehen und auch in der Arbeit so machen, dann wird es eh besser. Dann tauchen schlimme Dinge weniger auf. Alain de Botton, 10 Tugenden für die moderne Welt, glaube ich, kann ich auch nochmal dir. Das sind super Sachen, quasi neue 10 Gebote, und das ist wirklich, die kann man sich hinter die Ohren schreiben. Dem möchte ich mich direkt anschließen. Also ich finde, jeder sollte die ethischen Prinzipien, die er an sich selbst anlegt, auch für seine Arbeit anlegen und an der Stelle, wo es in seinem Entscheidungsraum liegt, zu sagen, nein, das mache ich dann nicht oder nur, indem ich zumindest mal meine Haltung klar mache, dass ich das nicht in Ordnung finde, das dann auch zu tun und nicht einfach zu sagen, naja, wenn ich es nicht mache, macht es wer anders. Das ist eine zu bequeme Haltung, finde ich. Dankeschön. Ein Gedanke ging mir noch durch den Kopf, ist heute viel über Messung auch gesprochen worden. Und das finde ich halt auch sehr interessant, wenn wir der Anwalt des Nutzers sind und dessen Interesse verfolgen, dass wir uns auch überlegen, wie kommen wir dahinter, was das eigentliche Interesse des Nutzers ist. Und es ist nicht immer dadurch erklärt, dass der Nutzer zufrieden mit dem Produkt ist, ob es wirklich eine Bereicherung für sein Leben ist. Es gibt auch Nutzer, die gerne Produkte nutzen, die für ihr Leben nicht unbedingt zuträglich sind. Und das ist, glaube ich, eine sehr komplexe Herausforderung, jetzt auch mit dem Stichwort dieser Facebook-Kontroverse, die wir gerade angerissen haben, die uns fordert als Designer, uns dort zu positionieren. Nee, jetzt sorry, nicht mehr. Sorry, es tut mir so leid. Nö. Aber ich, nö, ich spät, möchte meine Zeit beanspruchen. Nein, in mir, wir haben vorhin ein Vorgespräch gehabt und da tobt in mir immer so ein bisschen so ein Konflikt zwischen zwei Menschenbildern. Das eine ist halt das, und das ist nicht irgendwie ich habe dazu kein abschließendes Urteil, ich habe das einfach nur als Gedanke. Der eine Gedanke ist halt, dass ich Menschen vor sich selber schützen muss. Und der andere ist, dass wir sind alle erwachsen und, also bis auf die, die nicht erwachsen sind, aber wir sind alle erwachsen und wir können entscheiden, was wir tun, was wir nicht tun. Und wir müssten eigentlich die Fähigkeit haben,
selber herauszufinden oder selber zu beurteilen, was wir denn da tun, und lassen uns guten Gewissens mit einer guten Portion Wissen darauf ein. Und ich glaube, dass man da sehr lange drüber nachdenken muss, was man für ein Menschenbild hat, und dass man basierend auf diesem Menschenbild dann halt die richtige Entscheidung treffen muss. So, jetzt aber. Herzlichen Dank an Joachim Tillissen, Stefan Nitsch, Sandra Gärtner und Rainer Sachs. Mein Name ist immer noch Matthias Müller-Prowe. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke.